Jetzt auf UI24TV. Fremdschämalarm. Peinliche Momente auf der Weihnachtsfeier. Darf man Sex mit Arbeitskollegen haben? Wie viel Alkohol ist zu viel? Und welche Momente sollte man sich lieber sparen? Über all das sprechen im Studio Petra Stöckel, Susanne Hoffmann, Dominik Borde, Carmen Kreuzer und Alex Nausner. Durch die Sendung führt Sabrina Blagojevic. Jetzt Fremdschämalarm. Die große Diskussion über peinliche Momente auf der Weihnachtsfeier. Nur auf OE24TV. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen auf E24TV. Es ist Weihnachtszeit und damit ist auch die Zeit gekommen für lustige, feuchtfröhliche Weihnachtsfeiern. Da kann schon mal passieren, dass man ins eine oder andere Hopperla rutscht. Da kann schon mal passieren, dass man sich am nächsten Tag denkt, oh mein Gott, war wirklich ich das? Und damit Sie all das vermeiden können, genau deswegen haben wir uns heute ein paar spannende Gäste eingeladen. Mit denen wollen wir drüber sprechen, was ist erlaubt, was sind die Do's and Don'ts, was soll man tun, was darf man auf gar keinen Fall tun, also wirklich überleben. Lebensnotwendige Tipps und Tricks, die wir heute in dieser Sendung für Sie parat haben. Ich darf Ihnen kurz vorstellen, wir haben eingeladen die Petra Stöckel, Benimm-Coach. Also Sie sind mit dem Knigge auf Du und Du und wissen auch ganz genau, wie man den anwendet. Ja, wenn man hübsche Damen unter dem Weihnachtsbaum kennenlernen will und Single ist, ist da eigentlich die Weihnachtsfeier prädestiniert dafür. Und doch kann man auch da leicht in ein Fettnäpfchen tippen, in die Sexfalle sozusagen. Und damit das nicht passiert und man einen richtig guten Partner wählt und es wirklich ein romantisches Weihnachtsfest wird, haben wir Dominik Borde eingeladen, Beziehungscoach. Wir freuen uns, dass Sie Zeit gefunden haben. Danke sehr. Dankeschön. Ganz wichtig natürlich auch das richtige Outfit zu Weihnachten. Oft denkt man sich, schaut gut aus, schaut sexy aus, ich zeige, was ich habe und alle anderen denken sich nur, oh mein Gott, bitte nicht. Ja? Damit genau das nicht passiert, ist Susanne Hoffmann da von Luxuspuppe. Sie kleiden Menschen ein, sehr hochwertig auch und doch auch sehr modisch und wissen ganz genau, wo so dieser schmale Grat zwischen gutem Geschmack und einfach nur Aufreger liegt. Wir freuen uns, wenn wir es hören. Danke fürs Kommen. Dankeschön. Dann haben wir uns eingeladen, den echten Gesellschaftssieger, den Alex Nausner, Programmchef von Radio OE24. Alex ist immer dabei, wenn gefeiert wird, vor allen Dingen auch dann, wenn die Reichen, die Schönen und die Berühmten feiern. Aber auch auf jeder Firmenfeier von uns warst du schon zu Gast und hast dort einiges beobachtet, einiges auch selber angestellt. Ja, natürlich. Also ich sage, vom Museumsbesuch bis Hochseilgarten und Schneeschuhwanderung mit Fackeln, alles schon miterlebt bei Weihnachtsfeiern über die letzten Jahre und auch so einiges miterlebt, wie man so schon sagt. Und vor allen Dingen überlebt, würde ich mal sagen. Und wie man sich daneben benimmt, habe ich auch schon mal mitbekommen. Also, oder bin ich auch ein Meister darin, sagen wir es mal so. Und also, nicht zu viel. Ich bin schon gespannt, ob du dich heute gut benehmen wirst oder nicht. Ja? Eine, die sich selten darum schert, was die anderen von ihr denken, das ist die Carmen Kreuzer. Topmodel, Lagerfeld, Muse, jetzt auch Inspiratorin für einen Kunstkalender, den sie gerade auf den Markt gebracht hat. Und da, wo die Kunst zu Hause ist, da ist meistens auch wirklich alles erlaubt. Ob so manche eine Weihnachtsfeier auch unter dem Begriff Kunst fällt im Nachhinein, wir hören es noch. Auf jeden Fall kann sie durchaus provokativ laufen. Danke, Carmen, für den Kommen. Dankeschön. Ja, dann möchte ich gleich einmal zu Beginn in die Runde werfen, Weihnachtsfeier. Was sind da so oft die Erwartungen, mit denen man hingeht? Die sind oft groß gesteckt, jeder will was Besonderes erleben. Die Stimmung ist irgendwie so ein bisschen ein Ausnahmezustand. Und dann überlegt man sich natürlich, was ziehe ich dort an? Gibt es irgendwie so ein bisschen Richtlinien, wo man irgendwie sagt, das sollte man auf jeden Fall beachten? Kann ich mich da irgendwie ein bisschen orientieren? Also prinzipiell muss man schon einmal sagen, eine Firmenweihnachtsfeier ist definitiv ein offizieller Firmenanlass und keine Privatparty. Ja. Es geht dem Gastgeber, dem Chef der Firma, den Organisatoren meistens darum, damit eigentlich auch so eine Art Jahresabschlussfeier zu machen. Das heißt, man bedankt sich bei den Mitarbeitern für ihre Leistungen. Es geht im Prinzip darum, auch das Thema Zusammengehörigkeitsgefühl etwas zu fördern und eben auch einmal die Mitarbeiter ein bisschen außerhalb dieses Berufsalltages zu vernetzen. Aber da kann schon mal vorkommen, dass man dann natürlich ein bisschen irgendwie angespannt ist. Da steht der Chef vor einem. Kann man schon verstehen, wenn man sich denkt, da trinke ich mir ein bisschen Mut an. Ist das nicht irgendwie sinnvoll, wenn man sagt, man geht ein bisschen lockerer in die ganze Sache ran? Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, vor allem im Vorfeld. Aber man weiß ja, wo Menschen zusammenkommen, das ist im Privatleben ja, glaube ich, auch so. Da wird Alkohol getrunken und das macht das Ganze eben lockerer. Und deswegen auch, ich glaube ja, der Titel der Sendung Sexfalle Weihnachtsfeier. Ich glaube, da kann dann auch relativ viel passieren, weil man einfach lockerer wird. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht zu locker wird, weil da kann man auch viel Schaden anrichten. Es gibt auch viele Don't-Dos bei Weihnachtsfeiern, ohne Frage. Jetzt hat die Frau Hoffmann gerade in die Runde geworfen. Es geht auch ein bisschen darum, dass man irgendwie sich von der privaten Seite kennenlernt. Da hat man natürlich weniger Hemmungen. Da ist man natürlich lockerer. Ist es nicht okay, wenn man einfach mal zeigt, dass man auch Spaß haben kann und wenn man sich jetzt nicht so an Regeln hält? Naja, wie gesagt, dass eine Firmenfeier sollte schon eine gewisse Grenze trotzdem bleiben. Also ich bin sowieso kein Anhänger
dass ich jetzt jedem mein Privatleben so gleich einmal erzähle. Firmenfeiern, das gibt es bei mir nicht, weil ich selbstständig bin. Aber so meine Feiern, die was privat sind, die sind sehr lustig immer. Aber da gibt es auch diese Grenze. Also es wird jetzt, wenn ich jetzt in meiner Wohnung eine Feier mache oder in einem Atelier, es ist jetzt so, dass am nächsten Tag das ausschaut, wie wenn die Bombe eingeschlagen hat und Sachen zertrümmert sind oder kaputt. Nein, also da ist wirklich sogar relativ sauber und alles, aber so gewisse Sachen passieren da schon. Und ich muss sagen, zu jeder Party oder zu jeder Hochzeit oder Geburtstagsfeier oder so, gehört das für mich auch dazu, sonst wäre es ja fad. Dann hat man ja nichts zum Plappern am nächsten Tag. Ist das schon eine gute Ausrede, wenn man sagt, so ein bisschen Alkohol gehört dazu? Ja, natürlich gehört Alkohol dazu. Denke jetzt einmal, aber es ist unterschiedlich von jeder Person, was man wirklich verträgt. Ja. Aber ein kleiner Tipp ist wirklich, ein Glas Wasser dazu zu trinken und das ein bisschen mehr aufgeteilt für den ganzen Abend. Es soll lustig sein, es soll fröhlich sein. Stelle ich mir aber spannend vor, wenn ich auf der einen Seite ein Weinglas habe, auf der anderen ein Wasserglas, dann denken die Kollegen nämlich sicher, dass ich zwei Drinks habe. Also das würde ich fast ein bisschen gefährlich halten. Ja, natürlich gefährlich, aber ich denke jetzt trotzdem einmal, das kann man irgendwie verstohlen machen. Es hilft ein bisschen, den Alkohol zu verdünnen und es ist unterschiedlich, was man verträgt. Es gibt Personen, die kommen mit ein, zwei Flaschen aus, also starker Alkohol. Ich glaube, gefährlich ist es, wenn du im Alltag alles unterdrückst und dann beim ersten Mal Alkohol so quasi ausflippst. Also ich glaube, man sollte die eigene persönliche Grenze kennen, wie viel tut mir gut wichtig. Und wo gehe ich über eine Schwelle drüber. Und ich denke mir, also gerade im professionellen Umfeld, auch vor dem Chef oder vor Kollegen, es macht kein gutes Bild, wenn du sozusagen keine Grenzen wahren kannst. Also emotionale Kontinenz und sich dann wie ein paarungsbereites, vom Testosteron vergiftetes Männchen auf die Kollegen zu stürzen, ist sicher keine gute Idee und wirst am nächsten Tag im Büro bereuen. Bist du dich da jetzt angesprochen, wenn er sowas sagt? Schon eher, wenn es darum geht, um die zwei Flaschen, wo ich sage, ich glaube, es geht ja nicht darum, dass ich mir heute überlege, übergebe ich mich heute mit Rot oder Weißwein bei der Weihnachtsfeier und es gibt ja auch nicht den Zwang, dass man Alkohol trinken muss. Ich meine, in der Gesellschaft ist es schon so, dass man natürlich bei den meisten Weihnachtsfeiern wird was getrunken, aber das hat so geklungen, als wie, ach, ich muss mir überlegen, wie betrinke ich mich. Und ich glaube, das hat jeder doch noch die freie Entscheidung. Und was das zu den testosterongesteuerten Männchen sagt, es gibt aber auch Damen, die sehen aus wie Cindy Crawford, aber vielleicht jetzt nicht körperlich, aber sind so angezogen wie in einem bekannten Film bei Pretty Woman, die dann plötzlich, ich sage mal, im Büro das graue Mauerblümchen sind und dann aber plötzlich auftreten bei der Weihnachtsfeier und denkt, okay, kenne ich die überhaupt? Vielleicht kommt das meine Abteilung auch? Kurz einwerfen. Es ist natürlich so, dass man in Firmen oder auch in Firmen-Dresscode oft sehr starken Regeln unterlegt, ja, wo man halt sozusagen wirklich, es kommt darauf an, welcher Firmen-Dresscode wirklich verwendet wird, ob er wirklich sehr klassisch und sehr eng ausgelegt wird oder sehr amikal und offen. Aber prinzipiell ist es natürlich schon so, dass so eine Weihnachtsfeier einfach eine Möglichkeit ist, auch einmal ein bisschen ein anderes Bild von einem zu zeigen und nicht unbedingt die gesamten Firmen-Dresscodes anzuwenden sind. Das heißt, normalerweise bei einem Business-Outfit versucht man seine Aufmerksamkeiten auf das Gesagte zu lenken, auf das Gesicht zu lenken, auf den Körper, auf den Kopf, auf die Kompetenzen zu lenken. Ja. Bei der Weihnachtsfeier hat man dann schon einmal die Möglichkeit, wenn man schöne Beine hat, sie eben auch einmal zu betonen in einem superschönen Strumpf oder auch in einem superschönen Glitzer-High-Heel. Und diese Gelegenheiten sollte man dann schon auch nutzen können. Sollte man nutzen. Das heißt, man darf dann schon auch so ein bisschen auf Männerfang gehen auf der Weihnachtsfeier und sich denken, so, der Kollege von links hinten im Newsroom, also den lache ich mir heute mal an. Nein. Nein, das darf man nicht. Sexy Kleidung, ja, aber es soll alles im Rahmen sein. Also nicht wirklich zu tiefes Dekolleté, dann der Rock nicht so kurz oder so breit, nur wie ein Gürtel. Ich glaube, das ist einfach schon zu viel. Man muss bedenken, die Weihnachtsfeier ist nur ein Abend, der Rest ist das Ganze ja zusammenarbeiten. Genau. Und Gesprächsthema Nummer eins. Das kann ja auch gut sein. Oder halt, soll es auch nicht sein. Es gibt diesen Spruch, nicht dress like the job you want to have und ich sage behave like the job you want to keep. Ja? Also benimm dich so wie den Job, den du behalten möchtest. Und wenn du dann am nächsten Tag als die Partymaus dort bekannt wirst in deiner Firma, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Ja, ja, wobei ich glaube, es ist schon so, dass eigentlich doch ein Großteil der Paarbeziehungen eigentlich am Arbeitsplatz zustande kommt. Ja, oder? Aber das muss ich ja nicht unbedingt bei der Weihnachtsfeier machen und das muss ich ja nicht auch unbedingt auf den Alkohol schieben. Das heißt, wie lange die dann halten? Ne? Ich wollte gerade sagen, also... Da gibt es interessante Zahlen dazu, weil ich glaube, fast 32% überhaupt der Österreicher und Österreicherinnen haben angegeben, schon einmal etwas gehabt zu haben, explizit auf Weihnachtsfeiern auch. Und daraus entstehen dann wiederum bis zu 50%
sind Beziehungen, die länger halten, also, mhm, oder zumindest langfristige Affären. Aber ich glaube, das ist ja generell ein Phänomen, dass heutzutage, dass man sich, man verbringt die meiste Zeit mit, mhm, Kollegen, mit Arbeitskollegen und Kolleginnen, oftmals mehr Zeit als mit der eigenen Partnerin, mhm, und mit der eigenen Partner, dass sich da was anbahnt. Also ich würde es auch nicht nur auf die Weihnachtsfeier, mhm, schieben. Aber oder? Nein, das hat auch nichts mit der Weihnachtsfeier zu tun. Ich glaube nur, dass wenn du dich am Arbeitsplatz kennenlernst, dann ist es auch, ja, total okay, dich, und das ist auch üblich, und das, da hast du vollkommen recht, das passiert. Nur ich würde jetzt einfach nicht so die erste Möglichkeit, ein bisschen enthemmt zu sein. Erstens einmal, du solltest generell auch ohne Alkohol die Möglichkeit haben, auf andere Menschen zuzugeben und den Mund aufzumachen. Wenn du das nicht kannst, dann gibt es professionelle Hilfe in dem Zusammenhang. Und ansonsten, also da jetzt diese Gelegenheit abzuwarten und da bei der Weihnachtsfeier da jetzt wirklich mal kräftig die Sau rauszulassen. Also ich denke mir, es ist eine gute Idee, wenn du im normalen Alltag Leute kennenlernst. Das kann auch am Arbeitsplatz sein. Ich habe schon einen interessanten Punkt gebracht. Sie hat gerade gesagt, irgendwie so, wenn man schöne Beine hat, dann kann man mal bei der Weihnachtsfeier zeigen, was man hat, und möchte jetzt die Herren der Runde hier jetzt nicht irgendwie unter Klischee stellen. Aber es ist natürlich so, dass ein Mann vielleicht eher aufmerksam wird, wenn er sich denkt, wow, heute schaut die aber besonders gut aus. Ja? Also das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man die Weihnachtsfeier dazu nutzt, mal zu zeigen, was man hat, und mal zu zeigen, dass man nicht nur Köpfchen hat, sondern vielleicht eben auch andere Vorteile, die einen Mann durchaus ansprechen könnten. Gerade im Business-Outfit natürlich ein dezentes Make-up, die meistens die Regel ist, und eben auch dezente Kleidung, insbesondere eben Schuhwerk und so, einfach normalerweise, also im klassischen Firmen-Dresscode einfach die Regel sind. Und das ist schon eine schöne Möglichkeit, einfach auch für Damen, aber auch für Herren Stil zu zeigen, Klasse, mhm, zu zeigen, einfach mal ein anderes Bild von sich zu zeigen, ja, wenn man das möchte. Also jetzt Hand aufs Herz. Gutes Aussehen ist jetzt nicht einzuwenden und ein sexy Auftritt ist nicht schlecht. Ich sage Ihnen, wie gesagt, kenne deine persönlichen Grenzen, sowohl vom Alkohol als auch vom Auftreten, und achte die und achte auch die Grenzen der anderen. Aber Dominik, warte, da frage ich jetzt mal nach als Beziehungscoach. Ja. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, da gibt es diese eine Frau im Büro, die finde ich so heiß, und ich überlege mir immer, wie spreche ich die an? Würden Sie denn als Beziehungscoach sagen, geh mal rüber zum Schreibtisch und sagen so, hey Zuckerpuppe, wie wär's heute Abend? Oder würden Sie vielleicht sagen, es ist Dezember, warte doch mal die Weihnachtsfeier. Den Spruch würde ich generell weglassen. Also so fangt schon einmal an. Nein, ich glaube, die Weihnachtsfeier ist eine gute Möglichkeit, wenn es zum Beispiel Musik gibt, dass man vielleicht mit der Kollegin tanzt und so weiter. Mhm. Aber wie gesagt, alles mit Stil, ja, und Niveau. Ja. Aber es gibt auch, wie sogar das Thema Tanzen kommt. Ich glaube, es gibt ja nichts Peinlicheres als betrunkene Kollegen, die dann anfangen und glauben, sie sind John Travolta und über die Tanzfläche fegen um Mitternacht zu irgendeiner Weihnachtsplaylist. Also ich glaube, da ist auch immer ein großes Gefahrenpotenzial mit dabei. Aber generell auf deine Frage, ich meine, ich glaube, jeder sieht sich gerne gut gekleidete Menschen an und schöne Menschen. Und ja, ich finde es auch gut, dass sich die Männer herausputzen, dass man einfach mal Krawatte trägt, dass man mal sagt, okay, man zieht mal einen Anzug an, der vielleicht jetzt nicht Usus ist in der Büroarbeit. Und genauso gilt das auch für die Damen, wenn das auch ist. Also ich glaube, zu den Firmenweihnachtsfeiern gibt es im Prinzip ja zwei Zugänge. Der eine Zugang ist, dass man einfach diesen Feiercharakter, das wichtigste Feier des Jahres im Prinzip, hervorstreicht. Das kommt auch sehr, sehr stark aufgrund der Location und aufgrund des Programms es dann zum Ausdruck, die Firma im Prinzip vorgibt. Man merkt dann schon, dass sich diese Firma sehr viel antut, um eigentlich den Mitarbeitern Danke zu sagen, um einfach sie auch wertzuschätzen. Und dementsprechend sollte man dann auch die Wertschätzung dem Gastgeber und dem der Organisation gegenüber zurückbringen. Und es geht eben auch um ein Danke für die guten Leistungen dieser Mitarbeiter. Da geht es dann eben auch um die eigene Wertschätzung und auch die Wertschätzung den anderen Kollegen gegenüber. Der andere Zugang ist natürlich, dass man bewusst sagt, man nimmt einmal diesen formellen Dresscode einfach raus und man macht einfach mal eine lockere, legerere Dinge, geht die Weißen zum Mexikaner, oder man geht am Naschmarkt und macht, oder geht am Punsch, oder man geht auf einen Heurigen, oder man macht einfach Biertische im Büro auf oder irgend so etwas. Wie auch immer, ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, oder es fällt einfach positiv auf, wenn jemand sich selbst mit diesem Event einfach auseinandersetzt und dass man das einfach auch einmal aus einem Erscheinungsbild einfach sieht. Und ich glaube, es ist eine gute Idee, in der Kommunikation generell ein bisschen zu kalibrieren, in welcher Stimmung befinde ich mich denn gerade und in welcher Stimmung befinden sich die anderen. Also wenn ich jetzt in einer Runde reingehe, ist eine gute Idee, mit ein bisschen mehr Energie, aber eben ein bisschen mehr Energie in die Runde reinzugehen, als dort die allgemeine Stimmung vielleicht ist, um die Stimmung vielleicht zu heben oder so. Wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also naja, dass ich zum Beispiel also jemanden unterhalte, der zum Beispiel in der Ecke steht und dem halt ein bisschen langweilig ist, und dass ich auf den zugehe, na und wie geht's dir heute Abend und so weiter, und ein Gespräch beginnt, sowas. Ja? Also Menschen auffordern, sich auch einzubringen. Ja? Nein, es gibt schon auch diese Sache, wo jemand im Prinzip sich auch bewusst die Tarnkappe aufsetzt. Also es gibt einfach persönliche Lebenssituationen, wo man einfach sagt, ich will da jetzt nicht besonders auffallen, sondern ich bin einfach ein bisschen so unter Mainstream und möchte eigentlich diese Tarnkappe aufsetzen.
Auf der anderen Seite kann man es natürlich auch nützen, einmal so ein bisschen, eben, wie Sie auch sagen, mehr aus sich herausgehen und einfach bewusst den Kontakt zu anderen Mitarbeitern oder zu anderen Kollegen zu suchen, den man einfach im Alltag nicht schafft. Menschen sind soziale Wesen und wünschen sich auch Kontakt, und meistens ist jemand, der sehr schüchtern ist, Entschuldigung, nur den Satz zu Ende, ja. Jemand, der sehr schüchtern ist, wird von anderen oft als hochnäsig empfunden, dabei der hat er einfach nur Angst, auf andere zuzugehen und steht eben quasi im Eck. Schüchtern, das trifft dich, Herr Kamen. Absolut, absolut. Nein, ich finde, eine Weihnachtsfeier, wie gesagt, was hier gesagt wird, stimmt schon, aber man kann ein bisschen lustiger sein. Und in Österreich, ich sage jetzt wirklich Österreich, speziell Wien, das sind sowieso Grandler. So, wenn du jetzt wie ein Mauerblümchen dort sitzt den ganzen Abend, hast du am nächsten Tag, Mama, die Fahrt, dann hast du gesehen, die hat nicht einmal tanzt, nichts, und wie die geschaut hat. So, trinkst ein Gläschen zu viel, tanzt ein bisschen, das Röckchen geht ein bisschen höher oder sonstiges, das Blüschen, Knopf auf. Hast das gesehen, wie die gestern drauf war? Also, kupft wie katscht. Ich glaube, also, Mittelmaß ist das. Ja, genau. Ich sage, während dem offiziellen Teil bei der Weihnachtsfeier, finde ich, gehört es gegenüber den Organisatoren, dem Chef, einfach den Respekt zu zeigen, auch vielleicht mal den Mund zu halten, genau, wenn es vorne eine Ansprache gibt und sich das Ganze anzuhören. Und meistens wird es dann eh lockerer, im lockeren Teil, ja, wie man so schon sagt. Wir waren jetzt alle ziemlich päpstlich hier in dieser Runde, ja, und haben gesagt, immer das Mittelmaß ist was Schönes, alle benehmen sich gut, man führt die geflogene Konversation. Sollbruchstellen gibt es immer. Wie wir jetzt in der Runde gesprochen haben, man redet eigentlich von Bier, von Champagner, von Wein. Bis jetzt hat da keiner was an Essen gesagt. Es ist eigentlich ein Riesenbesäufnis, so ein Fest. Eine Weihnachtsfeier. Ja. Also da steht der, aber du willst, aber da haben wir schon gesagt, ja, das haben wir getrunken, das. Aber dass dort vielleicht auch einen Kaviar gegeben hat oder einen Lobster oder Wiener Schnitzel, das hörst du selten. Das stimmt eigentlich. Also ich frage immer nach. Also wir haben jetzt gerade die ganze Zeit gesagt, der Alkohol spielt eigentlich nur eine untergeordnete Rolle, aber schlussendlich, finde ich, hat die Carmen völlig recht. Am nächsten Tag wird aufgezählt, wir hatten so und so viele Drinks und wir hatten das und das und wer ist rausgewankt und hast du gesehen, der war so und so. Müssen wir da nicht vielleicht jenen Kollegen sehr verpflichtet sein für die guten Unterhaltungswerte, die die liefern, wenn sie über den Durst trinken? Ist das nicht auch irgendwie ein Dienst am Nächsten, zu sagen, man gibt den Firmenclown? Im Endeffekt schon. Also ich denke jetzt einmal, wir brauchen ja Gesprächsthemen, und wenn sie einer oder andere opfern oder diese Kleinigkeiten oder diese Fauxpas an den Tag legen oder an den Abend legen oder wie gesagt Dirty Dancing auf der Tanzfläche, wir brauchen ja diese Gesprächsthemen, ist ja belustigend. Aber genauso wie du sagst, sitzt man in der Ecke, ist man als langweilig, hochnäsig abgehandelt. So, das ist ein Tagebiet, wie und gesagt. Andererseits macht man ein bisschen einen Spaß. Also ich glaube, man muss schon unterscheiden zwischen Weihnachtsfeier und Betriebsausflug. Also ich finde, da ist schon ein Unterschied. Ja. Also für mich ist eben, das sind beide sozusagen Hauptveranstaltungen für eine Firma, wo man im Prinzip eben dieses Thema Zusammengehörigkeitsgefühl oder Danke den Mitarbeitern gegenüber macht. Locker kann es für meine Begriffe und eben auch Clown und so, das geht sehr gut für mich, wenn man das auf einer Betriebsausflug oder so einer Veranstaltung macht, aber die Weihnachtsfeier hat für mich einfach schon einen formelleren Charakter. Ich möchte noch was sagen zu Ihrem Kommentar, ja, die Österreicher motschkern ständig und nörgeln ständig. Also mein Rat wäre, sei selbst die Veränderung, die du dir wünschst in der Welt, ja. Und meine Großmutter hat immer gesagt, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, ist es besser zu schweigen. Und ich würde das auch auf der Weihnachtsfeier oder auch auf den Tag danach anwenden. Das heißt, dir das Maul zu zerreißen über einen Kollegen, der irgendeine peinliche Situation hatte oder so, macht dich auch nicht in der Firma kompetenter, besser oder beliebter. Ja, also ja, aber jetzt mal Hand aufs Herz, ist schon lustig, wenn man ein bisschen drüber redet, ja, oder? Natürlich, jeder liebt Drama, ja, aber ja, wenn du, sag ich mal, in deiner Firma wahrgenommen werden möchtest, als kompetent und als kommunikativ und jemand, dem man auch was anvertrauen kann, ist es keine gute Idee. Dann ist es besser, den Mund zu halten. Da geht es um dieses ganze Thema Sympathie und geliebt werden. Wir werden ja eigentlich wegen unseren Schwächen geliebt. Ja? Aha. Und auch Schwäche zu zeigen. Wegen unserer wirklich. Ja, ja. Also es gibt da eigene Forschung zu dem Thema Sympathie dazu. Und bei dem Thema Sympathie geht es eben auch um dieses bewusste Herstellen von emotionaler Verbundenheit, okay, ja, und emotionaler Nähe. Ja. Und das ist eben sozusagen ein typisches Merkmal auch für jemanden, der dieses Klavier versteht, dass man sehr bewusst sich sozusagen auf dasselbe Niveau begibt, um eben diese emotionale Nähe herzustellen. Das ist zum Beispiel eben dieses Thema, wo ein Firmenboss nicht hinterm Schreibtisch mit dem großen Sessel thront und du kleiner Mitarbeiter sitzt wie eine kleine Maus davor, sondern dass er sozusagen sich auf Augenhöhe mit dir begegnet. Und genauso ist es natürlich dann auch bei Firmenweihnachtsfeiern, dass es natürlich auch darum geht, ein bisschen Schwächen zeigen darf man zeigen. Ja. Aber was sind das dann für Schwächen, die man zeigen darf? Oder was wären überhaupt Schwächen? Was darf ich sagen? Wenn, also Menschen, die sich selbst lieben, ja, sind sich ihrer Fehler bewusst. Ja? Das heißt, die wissen schon, dass sie Schwächen haben, aber sie fühlen sich trotzdem liebenswert. Das heißt,
Authentizität und sich einzugestehen, fehlerfreundlich mit sich selbst umzugehen, ist die beste Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten. Also mit anderen Worten, nimm ein bisschen den Stock aus dem Hintern, sei ein bisschen relaxter, sprich vielleicht auch über deine Hopperlas, Pleiten, Pech und Pannen, geh offen damit um und entspannt. Jetzt könnte ich mir gerade vorstellen, ich sage jetzt mal was Provokantes, jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn jetzt jemand auf der Firmenfeier zu mir herkommt, mir all die Dinge sagt, die Sie mir jetzt gerade gesagt haben, dann denke ich mir irgendwann mal, puh, Besserwisser, sage ich jetzt mal ganz provokant. Ist das nicht auch manchmal was, wenn man den anderen sagt, wie sie es machen müssen, damit sich alle gleich verhalten, was manchmal zu Anregungen kommt? Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Sei selbst die Veränderung, die du dir wünschst in der Welt. Mhm. Das heißt, es geht nicht darum, den anderen zu sagen, da nörgelt es nicht rum und tut es nicht, sondern es einfach selber nicht zu tun. Es geht nicht darum, den anderen zu sagen, du bist nicht lustig genug oder du bist zu verspannt, sondern sei entspannt. Das ist so wie guter Sex. Ja? Wenn ich meiner Partnerin vorwerfe, naja, du bist langweilig im Bett. Nein, geh selbst einmal entspannt mit deinen Dingen um und geh sozusagen in Vorlage und dann tun sich andere in deinem Umfeld leichter. Ja. Du würdest ihn rausschmeißen? Also wenn ein Mann das zu mir sagt, wenn ich den kenne, dann sage ich, adieu, du weißt, wo die Tür ist. Ja. Sehr unhöflich. Wenn er was zu dir sagt. Wenn er sagt, du bist jetzt nicht so, wie du gesagt hast, wenn er sie kritisiert, weil, wie sie im Bett ist. Ja, klar. Das ist ja unmöglich. Ja, ey, na, das ist ja auch nicht das, was ich gesagt habe. Ich habe genau das Gegenteil gesagt. Ich habe gesagt, nicht am anderen rumnörgeln, sondern ich habe gesagt, selber die Veränderung zu sein, die du wünschst in der Welt. Also ich sage immer das, sein und sein lassen, solange es eben nicht zu extrem wird. Also ich spreche jetzt wirklich von Extremfällen. Und du, jeder zahlt selber seine Miete und kann auch draußen, also bitte leben und leben lassen. Ich glaube, an welchen Themen uns alle drehen, ist in Wahrheit dieses authentische Persönlichkeit zu sein. Und das ist heute viel, viel mehr Möglichkeiten oder viel, viel auch bewusster und auch viel, viel mehr gewollt ist in Firmen, dass Mitarbeiter auch ihre authentische Persönlichkeit leben und leben können. Mhm. Ja, das nennt man sozusagen den USP der eigenen Personenmarke. Mhm. Ja, und nur wenn du das auch wirklich für alle glaubwürdig und authentisch lebst, ja, dann bist du auch für deine Firma und auch für deine, ja, sozusagen hast du den größten USP für deine Firma und für dich selbst. Ja. Aber Entschuldigung, wenn ich da jetzt aber nicht einhaken möchte, aber das ist immer so der Sollzustand, der perfekte im Endeffekt. Jetzt spulen wir das Ganze mal nach vorne, 23.30 Uhr, der Buchhalter schmust mit der Sekretärin vom Chef, dann gibt es immer einen, der eskaliert, der trinkt Rotwein, Weißwein, Bier, Schnaps hin und her, schläft ein, übergibt sich, dann gibt es immer jemanden, der dann auch beginnt zu tanzen, dann gibt es auch immer die Kollegin oder den Kollegen, meistens ist es dann die Kollegin, die dann beginnt zu weinen und das Leben ist so schlecht. Also man hat ja alle Facetten im Endeffekt da. Und so sieht er dann wirklich aus, oder? Ich glaube, das eine ist. Stell dir vor, du müsstest dich auf jede diese Person, deinen Arbeitsplatz, jetzt konzentrieren. Du bist der Psychiater. So, diese perfekt, ja, das geht das ist eine perfekte Welt. In Wirklichkeit betrinken sie die Leute und ab 23.30 Uhr schaut die Welt ganz anders aus, als wie wir sie da jetzt darstellen. Aber wir sind nicht authentisch, wenn wir betrunken sind, sondern wir sind einfach enthemmt. Und ja, wenn wir im Alltag alles. Man sagt viele Dinge, die so nicht richtig sind. Fest steht, wenn ich im Alltag alles unterdrücke, egal was es ist, ob es jetzt Sexualität ist, oder ob es jetzt ist, über mich offen zu sprechen oder ob es jetzt ist, auf andere Menschen zuzugehen. Und ich unterdrücke das. Mhm. Alkohol bringt dich unterhalb deines Verstands und für kurze Zeit, ja, zuckst du aus und wehe, wenn sie losgelassen. Ja? Das heißt, es geht eigentlich darum, in deinem Alltagsleben generell sich offen zu zeigen, authentisch zu zeigen. Ja? Charisma ist die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf dich zu lenken und auch halten zu können. Und das kannst du nur, wenn mit anderen Menschen Kontakt entsteht. Und das entsteht nur, wenn du authentisch bist. Wenn du was vorgibst zu sein, was du nicht bist, merken das die anderen. Entschuldigung, aber es gibt ja auch Leute, die trinken was und werden dann irrsinnig lustig, unterhaltsam, total nett und im Alltagsleben fad. Und es gibt Leute, die trinken nichts und sind trotzdem lustig, auch im Alltag. Ja, also ich habe jetzt nichts gegen Alkohol per se. Ja. Kollegen, die trinken was, beginnen zu weinen, weil das Leben und alles ist so schlecht, man kommt beruflich nicht voran. Es gibt alles, aber Charisma und dieser Spiegel nach außen, ich sage, das ist wie berühmt sein auf Facebook, ist wie reich bei Monopoly, das bringt einem ja auch nichts. Ist es nicht oft so, dass das die Leute, ich meine, gerade bei der Weihnachtsfeier dann eigentlich sich so zeigen, wie sie sind, eben sich nicht verstellen wie im Büro? Ist nicht diese Frage? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Zeigen sich die Leute vielleicht bei der Weihnachtsfeier genauso, wie sie wirklich sind? Und vor allen Dingen zeigen sie vielleicht manchen Kollegen auch alles, was sie sind, ohne Kleider? Über das sprechen wir gleich nach einer kurzen Werbung. Bleiben Sie dran. Jetzt auf UI24TV. Fremdschämalarm. Peinliche Momente auf der Weihnachtsfeier. Darf man Sex mit Arbeitskollegen haben? Wie viel Alkohol ist zu viel und welche Momente sollte man sich lieber sparen? Über all das sprechen im Studio Petra Stöckel, Susanne Hoffmann, Dominik Borde, Carmen Kreuzer und Alex Nausner. Durch die Sendung führt Sabrina Blagojevic. Jetzt Fremdschämenalarm.
Die große Diskussion über peinliche Momente auf der Weihnachtsfeier. Nur auf OE24TV. Hallo und herzlich willkommen zurück auf OE24TV. Wir sprechen jetzt weiter über das Thema Weihnachtsfeiern. Wie peinlich kann es denn werden? Was sind denn die ganz großen Fremdschämmomente? Ich würde ja behaupten, für jene Kollegen, die am nächsten Tag im Bett von jemandem aufwachen, den man normalerweise vielleicht nur am Gang vor dem Büro sieht und nicht unbedingt in den frühen Morgenstunden ungeschminkt und unbekleidet. Aber es kann durchaus so weit kommen, es kann schon mal passieren, dass bei der Weihnachtsfeier irgendwie so, du lachst schon, Carmen. Ich habe es noch nie gehabt, aber... Weil du selbst selbstständig bist, hast du gesagt, ja, möchte schon, ich jetzt ja. Hier nur anfügen. Ja. Also. Ich finde, wenn das passiert und die haben eine nette Zeit gehabt, warum nicht? Ja. Solange nichts Tragisches rauskommt. Ja, und solange niemand anderes und meistens, wird. Ja, ja, und außerhalb von der Weihnachtsfeier finde ich das ganz und so okay. Und so wie wir ja dauernd über ja Alkohol sprechen, die meisten erinnern sich eh nicht mehr dran. Also, ja. Du hast vielleicht gute Nachrichten, aber dass du super warst. Ja. Ich glaube, dass wir in Wien aktuell 38% Single haben, nur 32% haben quasi ein Täter, die auf einer Weihnachtsfeier, da gibt es die 6%, die leer ausgehen im Endeffekt. Und die in diese 6 fallen ja nicht hineintappen. Also Alex, ich überlege jetzt gerade, was du dir immer jedes Mal auf einer Weihnachtsfeier ausrechnest. Wie hoch sind die Chancen und wie viele Jahre müssen es werden? Bis... Nein, also ich bin in die Sexfalle noch nie reingetappt, muss ich sagen. Aber man hört natürlich immer wieder davon. Es gibt ja auch genügend, die dann nach so einer Weihnachtsfeier ja auch dann ein Paar sind. Mhm. Kinder kriegen also, schön. Wie schaut es aus? Kann die Weihnachtsfeier nicht vielleicht doch irgendwie der Start für etwas wunderbar Großes, unendlich Schönes, Liebevolles werden? Selbstverständlich ist das möglich, absolut. Aber, welche Chancen aber wenn ich jetzt, also ganz ehrlich, wenn ich in einer Beziehung bin, dann ist ein Seitensprung immer eine schlechte Idee. Einfach aus dem simplen Grund, weil. Ja, du sozusagen, wenn du weißt, dein Gegenüber ist sozusagen in einer Beziehung, dann beginnst du eine Beziehung mit jemandem, der fremd geht, offensichtlich. Mhm. Und meistens wiederholen sich diese Dinge, wir Menschen haben einen Track Record. Ja? Mhm. Und eine gute Idee ist, dass du das Bestehende sozusagen zunächst mal beendest, bevor du dich auf jemanden neuen einlässt. Das wäre mein bester Rat und ja, nach 25.000 Coachingstunden kann ich sagen, da ist was dran. Die große Mehrheit der Menschen würde auch sagen, das sollte genau. So sein. Ja. Und das beste Mittel gegen einen Seitensprung ist immer noch eine glückliche Beziehung. Mhm. Und ich mag einfach diese Ausrede nicht, ja, ich war betrunken und dann ist es mir passiert. Das ist ein Blödsinn. Ja? Also du rutschst nicht auf einer Bananenschale aus, betrunken und landest auf jemand anderem oder im Bett, sondern das ist immer eine bewusste Entscheidung. Okay. Ja? Also das heißt, Sie würden eher sagen, die Menschen betrinken sich vorsätzlich, damit sie dann eine Ausrede haben, wenn es zum Seitensprung kommt, wenn sie sich denken, ich glaub, dass die graue Maus, die jetzt in den Glitzerschuhen daherstiefelt, schaut heute so scharf aus und heute ist es soweit, ich trinke 2-3 Drinks, hat eine Ausrede. Nein, ich glaube, dass die Menschen den Alkohol als Ausrede nützen für ihr Fehlverhalten. Ja, aber dann passt in der Beziehung eh irgendwas nicht. Völlig richtig. Was aber nicht bedeutet, dass wenn du jetzt mit demjenigen sozusagen gerade deine Affäre beginnst, dass das dann langfristig eine gute Idee ist. Und generell muss ich sagen, dass Menschen viel zu oft glauben, dass wenn ich jetzt den Partner austausche, ja, und mit den gleichen vertrottelten Marotten wird es dann in der nächsten Beziehung besser, das geht sich meistens nicht aus. Erfahrungsgemäß. Aber es bringt auch nichts, wenn ich dann am nächsten Tag nach Hause komme und sage, du Spotzel, ich habe dabei nur an dich gedacht. Tut mir leid. Das bringt meistens auch nichts im Endeffekt. Also das ist, ich glaube, dass Frau das... Frau Hoffmann, absolut irritiert bei der Aussage. Ja. Absolut irritiert. Also meine Erfahrung ist eigentlich, es gibt da wirklich ganz unterschiedliche auch Firmenzugänge. Es gibt Firmen, die begrüßen das sehr, wenn im Prinzip die Mitarbeiter miteinander, also wenn es Paarbeziehungen in Unternehmen gibt, zum Beispiel sehr oft in der Gastronomie, ja, dass man einfach sehr gern sieht, dass man, wenn Saisonmitarbeiter das sind, dass beide da sind, weil damit im Prinzip eine höhere Garantie ist, dass die auch wirklich länger diesen Job in diesem Hotel zum Beispiel machen. Ja. Okay. Es gibt wiederum andere Firmen, da ist es oft schwierig, Paarbeziehungen im Unternehmen zu haben oder die haben keine guten Erfahrungen damit gemacht und sehen das auch dann nicht gerne. Wenn dann auf Firmenweihnachtsfeiern dann im Prinzip Beziehungsdramen entstehen auf diesen Firmenweihnachtsfeiern. Wie gesagt, für mich ist es sehr so, dass eine Firma eine Weihnachtsfeier organisiert, um natürlich das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Firma zu stärken. Mhm. Es soll die Möglichkeit sein, jemanden einmal von einer anderen Seite kennenzulernen, ja? Sich vielleicht überraschen zu lassen von einer anderen Person. Oder eben auch Leute vielleicht mehr Verständnis zu bekommen, wenn man einfach weiß, wieso ist denn der immer grantig oder wieso ist denn das so schwierig, dass ich meine Listen bei dem durchbekomme oder irgend so etwas. Also diesen persönlichen Hintergrund ein bisschen zu verstehen, ich glaube, das ist schon das Ziel auch des Arbeitgebers, des Chefs der Firma, in so einem
Firmenfeier. Aber für mich ist es nach wie vor einfach so, dass eine Firmenfeier ein offizielles Firmen-Event ist und es gelten die Firmenregeln. Aber da gelten dann auch die normalen Regeln des guten Anstands, des guten Benehmens. Also wie sehr muss ich mich denn da förmlich verhalten auf so einer Firmenfeier? Muss ich da wirklich jetzt irgendwie alles ganz nach dem Knicke einhalten oder ist das schon ein bisschen lockerer? Ich denke jetzt einmal als Knicke-Trainer sehen wir manche Dinge ein bisschen strenger. Erstens einmal, gehe ich überhaupt auf die Weihnachtsfeier? Ist es ein Muss, auf eine Weihnachtsfeier zu gehen? Ist es das? Ja, also ich denke jetzt einmal, wenn ich nicht krankheitsbedingt oder durch einen Auslandsaufenthalt, egal ob Urlaub oder firmenmäßig, nicht im Lande bin, ist es eigentlich fast ein Muss. Es ist eine Wertschätzung und auch eine Respektsache. Eine Unhöflichkeit. Ja, der macht sich Gedanken, der macht sich die Mühe, Location zu organisieren, Essen zu organisieren, vielleicht nur eine Band zu organisieren. Also es wäre sehr respektlos, denke ich jetzt einfach, nicht zu erscheinen ohne Grund. Also wenn ich krank bin, ist das kein Thema. Aber es gibt schon gewisse Regeln, die gerade im formellen Teil eben die Ansprache vom Vorgesetzten oder von der Vorgesetzten abzuwarten. Und natürlich wird es ab 23.30 Uhr ein bisschen lockerer, der Alkohol kommt dazu. Soll aber auch sein, glaube ich. So soll es sein. Also es ist menschlich und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, einen Spaß zu haben und eine gute Atmosphäre bei der Weihnachtsfeier. Außerhalb des Büros auch, glaube ich, dass man sich mal kennenlernt. Ja, aber jetzt haben wir gerade so ein bisschen irgendwie gehört, auch das Thema, irgendwann man trifft da andere Menschen, es kommt vielleicht auch zu zwischenmenschlichen Geschichten. Wie mache ich das denn richtig und charmant, wenn ich da jemanden ansprechen will? Da weiß man ja oft nicht, im Büro läuft ja alles steif ab, ja. Wenn man auf so einer Firmenfeier ist, da muss ich den richtigen Weg irgendwie finden. Gibt es da so ein paar Dinge, wo man sagt, das ist jetzt ein No-Go, so darf man es nicht machen? Oder wie sollte man da richtig vorgehen? Nämlich gerade in Zeiten von MeToo, da kann man ja ganz schnell in Fettnäpfchen rutschen. Ja, natürlich. Aber ich denke jetzt einmal, dass das sehr individuell ist. Es ist ganz, ganz wichtig, so wie ich zu jemandem herantrete, so kommt es mir auch zurück. Ich meine, da reden wir jetzt nicht vom Spiegelgesetz oder so. Wenn ich jetzt jede Dame von der Veranstaltung mit dem gleichen Spruch anmache, dann ist man am nächsten Tag auf jeden Fall Gespräch im Büro letztendlich auch. Und das aber, ist, glaube ich, mit einer gewissen Freundlichkeit, Höflichkeit zugehen. Ja, wir haben uns schon lange nicht gesehen oder wir sehen uns nur immer am Gang vorbeigehen. Also alles sehr harmlos, sehr ruhig ablaufen. Aber im normalen Leben gehen wir auch nicht her und sagen, du, wie sieht's aus, du gefällst mir, würde man mit einem anderen ins Bett gehen. Es ist auch immer eine Frage der Unternehmenskultur. Es wird einen Unterschied machen, ob ich jetzt in einem internationalen Konzern tätig bin oder bei der Weihnachtsfeier vom Tätowierstudio, da wird es andere Regeln geben. Es muss mich immer an den sozialen Kontext anpassen. Das ist einmal ein Teil von einfühlsam sein auf die Stimmung. Das nächste gilt, das gilt natürlich auch fürs Sprechen, fürs Ansprechen und Kennenlernen. Ja. Das Wichtigste, also wenn wir jetzt über das Thema MeToo reden, ist, dass ein Mann weiß, wenn eine Frau Nein sagt. Ja. Das heißt, ich kann dich ansprechen, sag, hey, du gefallst mir, ich kann sagen, was trinkst du, trinken wir gemeinsam wäre was. Wäre das nicht schon ein bisschen zu plump, wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, du gefallst mir? Ist das wirklich irgendwie, wenn jetzt die Sekretärin zum Chef geht und sagt, hey, du gefallst mir? Na, das wäre angemessen. Ja. Das ist also die Unternehmenskultur drauf an. Ja. Wie du auch gesagt hast, sehr individuell, wenn das ein großer Konzern ist und sehr formell, also wo ein gewisser Business-Code herrscht, würde ich sicher nicht so auf eine Dame oder auf einen Herrn zugehen. Das ist eine Frage vom Fingerspitzengefühl. Aber ist das dann nicht alles schon wieder unendlich steif? Fehlt da nicht dann eigentlich genau die Menschlichkeit, die irgendwo rauskommt? Also ich glaube, auf einer Weihnachtsfeier ist es am einfachsten, jemanden kennenzulernen. Du kennst diese Person ja vom Sehen her und von mir aus Hallo oder Grüß Gott oder Sonstiges. So, es gibt ja so viele Alltagsgespräche, die jetzt nicht einmal auf MeToo gehen oder so, was ja auch maßlos übertrieben ist, meiner Meinung nach. Aber man kann zum Beispiel über Gartenarbeit sprechen, anfangen, über Sport, über Urlaub oder so. Und das ist ja nicht anrüchig, bitte. Und dann siehst du ja, jeder Mensch mit normalem Hausverstand sieht, ob das Gegenüber das will oder nicht. Und somit ist das Problem. Also der Content kommt dann eigentlich sehr ruhig zusammen. Sehr oft nützen Unternehmen, die lassen sich ja viel einfallen, auch im Prinzip, um ein bisschen diesen lockeren Umfang zu bringen. Also was jetzt natürlich in den letzten Jahren sehr stark gekommen ist, sind einfach Themenpartys. Ob es jetzt einfach einmal ein gewisser Dresscode ist, all in red oder irgendwas, oder Fett Blanche oder was auch immer. Oder einfach, also es gibt ja dann die skurrilsten Dinge. Aber das ist im Prinzip schon auch ein Versuch des Unternehmens, einfach ein bisschen auch diesen Gesprächsstoff zu steuern und sozusagen die
Gespräche auch zu steuern. Ja, aber das Schlimmste ist für mich, wenn es dann diese großen Mitarbeiter-Performances gibt, das ist ja fix ein Grund, sich zu betrinken. Also das ist fast so wie der John Travolta auf der Tanzfläche, finde ich. Oder weil dann, wenn auch viele Mitarbeiter, ist es nicht so ein Druck dann auch, wo man da gezwungen wird, man muss auf der einen Seite mitmachen, wenn man kollegial ist, aber eigentlich fühle ich mich gar nicht als großen Richard Gere oder Co., dass ich da auf der Bühne stehen möchte. Also hat das, ich finde, also das ist mir zu viel Performance. Gezwungen werden, sich zum Clown zu machen. Das ist mir zu viel Action im Endeffekt. Also dass mir das klassisch gute österreichische Essen, Betrinken, dort rumschmusen, deutlich lieber eigentlich in Wirklichkeit. Aber vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt. Wenn es jetzt tatsächlich so kommt, dass eben dieses klassische Szenario vonstatten geht und dass es auch wirklich dazu kommt, oder dass man vielleicht wirklich zu der einen oder anderen Performance unfreiwillig dazukommt, wo man vielleicht dann doch ein bisschen mehr tanzt, ein bisschen mehr shake, das Röckchen, wie du vorhin gesagt hast, ein bisschen höher rutscht, ohne dass man es wollte, jemand ein lustiges Handyvideo macht, ja, und man vielleicht dann doch irgendwann unter einem Tannenbaum liegt mit dem, ach so, Lieblingskollegen. Das muss ja nicht immer so enden wie bei Boris Becker. In der Besenkammer. Aber wenn es jetzt tatsächlich so passiert, wie geht man am nächsten Tag damit um? Muss ich mir dann irgendwie die Tarnkappe aufsetzen im Büro? Soll ich mich verstecken? Soll ich mich schämen? Oder wie offen kann ich am nächsten Tag damit umgehen, wenn es mir jetzt doch passiert, dass ich einen über den Durst trinke und mich blamiere? Okay. Ja, also egal ob Mann oder Frau, nicht hereingehen und prahlen, was das für eine tolle Situation oder peinliche Situation war. Ich denke, die betroffene Person kann ich ansprechen, kann mich entschuldigen, für ihr Augengespräch suchen. Wenn Sie jetzt 600 Mitarbeiter gesehen haben, wie sich der 601. da zum Namen macht, was macht man dann? Tritt man vor die Belegschaft und sagt dann irgendwie so, es tut mir leid? Ja, es zeigt irgendwo Größe, wenn ich mich entschuldige. Es kommt da immer darauf an, wie weit ich mich aus dem Fenster herausgelehnt habe. Ja. Das ist wirklich situationsbezogen. Ja, also wenn ich jetzt wirklich eine Klarhilfe... Also wirklich betrunken war und lustig und auf der Tanzfläche. Es war ja amüsant für die ganzen Besucher von dieser Weihnacht. Ja, wenn ich jetzt lustig bin auf der Tanzfläche, man sitzen manche langweilig auf der Seite und der macht einen John Travolta, ja, ist ja für den nächsten Tag. Es ist Spaß. Ich würd, also aber die wenn Menschen, ich jetzt da sechs unter dem Tannenbaum, also wo soll ich mich da entschuldigen? Ja, da normalerweise komme ich gar nicht mehr in die Firma. Ja, denke ich jetzt. Ja. Also für meinen Teil werde ich ist zu viel des Guten. Geh unterirdisch. Und wenn es am nächsten Tag dann alles 16 zu 9 quasi auf Facebook und Co. und Instagram zu sehen ist im Videoformat, dann ist es sowieso, glaube ich, das ist dann das Schlimme heutzutage. Ich glaube, gerade bei solchen Sachen kann man dann besonders Stil zeigen. Mhm. Wie? Ja? Also es ist halt immer die Frage, wer ist geschädigt, beschädigt worden und wem gegenüber muss man sich wirklich rechtfertigen. Ja? Und ich glaube, da, was er sich ein Gentleman schweigt und genießt, sind so ein paar so Benimmregeln oder einfach auch sich zu entschuldigen, aber im richtigen Form und auch, dass es wirklich gemeint ist und eben auch vielleicht ein paar Wiedergutmachungsmaßnahmen vielleicht setzen, dass alle auf einen Drink einladen oder so? Nein. Also ich glaube, die Frage ist, wer ist wirklich geschädigt, wenn man mit der Sekretärin unterm Daumenbaum landet? Ja, man muss das sich schön überlegen. Wobei, das muss ich auch dazu sagen, kann auf der Mann der Geschädigte sein. Das ist keine Geschädigten in dem Sinn. Lass mal kurz die Kamera. Das ist kein Problem. Es kommt darauf an, was es war. Lass mal das Sexthema da zum Weg, das ist ja Fahrt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man ein bisschen zu viel getrunken hat, man beleidigt jetzt einen Arbeitskollegen, wo es passieren kann. Gut, und am nächsten Tag arbeitest du, jetzt meistens ist es eh nicht am nächsten Tag, weil es sind ja alle noch in der Restfette, eine Woche drauf oder so nach dem Weihnachtsurlaub, würde ich hingehen, mich bei der persönlich entschuldigen, bei dieser Person, und der Rest würde mich nicht interessieren von den anderen. Punkt aus. Genau. Soll Gras drüber wachsen und das war's. Also es sollte immer zwischen den Zweien bleiben. Und wenn du wirklich eine Affäre begonnen hast oder du hattest mit jemandem Sex, wenn dir das wirklich passiert ist, ja, also es ist eine ganz eine schlechte Idee, wenn du dann denjenigen, den du sozusagen benutzt hast für deinen Sexdrive zu Weihnachten, dann auch nicht wertzuschätzen und dann, weißt du, so zu tun, als wäre nie was passiert, also dann muss ich schon ein persönliches Gespräch führen. Also wäre dann in ihren Augen wertzuschätzen und sagen, hey, du warst echt super? Nein, Wertschätzung wäre, dass ich auf denjenigen zugehe und sage, du, pass mal auf, das ist mir passiert, ich war in einer Beziehung, du bist eine tolle Frau, du bist ein toller Mann. Aber ich möchte dich bitten, ja, respektier das, ja. Und wenn ich nicht in einer Beziehung wäre, dann wärst du sicherlich eine tolle Frau oder so. Aber ich würde wirklich ganz bewusst... Ich wollte gerade sagen, Ich glaube, der Tipp kommt gerade nicht gut an. Wie sollte man es sonst machen? Es fühlt sich nicht gut an für den, der das hört. Aber wenn ich jetzt so tue, als würde ich dich nicht kennen, ist es eine Beleidigung und dann muss ich mit Rache abrechnen. Zu der Sekretärin, Entschuldigung, ich bin verheiratet, aber dass du zu Weihnachten Holotrieu warst, halt lustig und... Das ist ein Schwachsinn, meiner Meinung nach. Einfach hingehen, normal
mit dieser Person reden und sagen, ja, du weißt, ich bin verheiratet, es ist passiert, genau, ich hoffe, wir können weiterhin gut zusammenarbeiten. Und das war's. Genau. Punkt. Sie, und einfach normal weiter. Er weiß es ja im Vorfeld, dass sie in einer Partnerschaft sind. Ja. Wenn sie derjenige weiß. Also ich glaube, es ist eine gute Idee. Es ist so eine große Mannschaft, dass sie sich gegenseitig nicht... So, der Mann sucht sich da jemand aus auf einer Weihnachtsfeier und die arme Frau, es gibt ja auch die, ja, es gibt auch die Möglichkeit, dass es umgekehrt ist, bitte. Kann genauso, ich meine, das ist... Beiderseitig, ja. Würde ich auch sagen, es sind immer so Klischees. Es gehen genauso viele Frauen fremd wie Männer. Die Carmen sagt jetzt, die Frauen sind Ärger. Dass sind gewisse Frauen echt ehrlich sind inzwischen. Also die glauben wirklich, sie sind in, keine Ahnung. Also darüber gibt es sicher Statistiken, aber prinzipiell ist die es... Die gibt es, ist ungefähr gleich verteilt. Ja. Aber kann das nicht vielleicht wirklich die Theorie stimmen, so wenn wir irgendwie hören, die Frau macht sich besonders schön und schlüpft mal in eine andere Rolle, nicht nur die graue Büromaus, sondern eben wirklich vielleicht ein diebenhafter Auftritt, wo alle sagen, wham, heute schaut die toll aus, ja, und die zeigt mal, was sie hat. Kann es nicht passieren, dass sich die Frau dann wirklich ein bisschen anders fühlt und sich denkt, und heute nehme ich den und den und den und den und die alle mit nach Hause oder sowas in die Richtung? Kann das passieren? Selbstverständlich. Ich finde schon, jeder selbstverständlich. Hat die Wahl. Ja? Und ich würde so eine Frau mal gerne kennenlernen, was im Büro wie ein graues Mäuschen ist und dann wie eine Diva ist. Das habe ich leider noch nie kennengelernt. Ich habe in großen Zahlen einmal nachgeschlafen, aber es ist so, dass 40% der Frauen auf der Weihnachtsfeier auch wirklich sich im Sex mit dem Chef vorstellen können. Das ist bei Männern wieder anders, die denken da eher an die Kolleginnen. Auch ein interessantes Machtspiel, wenn man das jetzt überlegt. Ich glaube, der Beziehungscoach, da laufen schon Filme vor ihrem geistigen Auge ab irgendwie. Also ist das schon auch so eine Geschichte, die Machtverhältnisse, die auf der Weihnachtsfeier ein bisschen verschwimmen, also kommen da Fantasien zum Ausdruck. Frauen wünschen sich natürlich immer jemanden, der so quasi auf Augenhöhe, aber im Idealfall so die Spur drüber ist. Mhm. Und Männer meistens irgendjemanden, dem sie was zeigen können oder so. Deswegen die meisten Männer haben mit starken Frauen so ihre Probleme, ja. Frau Hoffmann, überlegt. Gerade weil eben sozusagen ja das Outfit als solches immer wieder auch als Signal genutzt wird, um zu sagen, naja, die hat halt einen Mini-Up und die wackelt mit dem Popo und so auf der, die ist willig, so auf die Art. Natürlich ist es so, dass wenn wir Frauen extrem sexy Reize aussenden, ja, dann machen wir das bewusst. Es gibt Sender und es gibt Empfänger. Es gibt immer den Ganz Macht, genau. Gibt wobei, wobei Frauen meiner Erfahrung nach sich ähnlich, weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, sich eher für andere Frauen stylen. Also zu sagen, okay, wie schaue ich aus vor der Konkurrenz? Ja? Das heißt, viele Männer, die sozusagen Angst haben, meine Frau geht aus und ist hübsch gestylt. Also sehr häufig, in den meisten Fällen meiner Erfahrung nach, tun sie das nicht sozusagen für die Männerwelt, sondern sie tun es, um mit der Konkurrenz gut mithalten zu können. Eine schöne Welt, die du lebst, aber da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Ich bin so eine Kandidatin, ich style mich für niemand. Ich ziehe das an, was mir gefällt, wo ich mich wohlfühle, und wenn das einmal ein Mini ist, ist es ein Mini. Wenn das jetzt ein Schlapper-Look ist, es kommt drauf an. Also ich style mich für mich selber, was interessiert es mich, wie die anderen mir anschauen. Also ich würde aber sagen, je jünger die Person ist, umso mehr sucht sie auch noch nach ihrer Identität. Über das äußere Erscheinungsbild. Also gerade sehr junge Frauen wechseln auch oft den Stil. Je älter wir werden, umso gesettelter sind wir, wissen, was uns passt, wie wir auch gesehen werden möchten, wer wir sind. Ja? Und es ist schon für junge Frauen oder eben auch, also typisch hat diese Situation eine Sekretärin, die einfach sonst das graue Mäuschen ist, ja, hat einfach die Möglichkeit, den anderen Kolleginnen gegenüber oder auch eben auch ihrem Chef einfach etwas mehr Respekt zu bekommen, wenn man einfach sieht, na, die kann aber schon auch anders. Ich finde das Statement ganz lustig, weil das ist so das typischste Statement, das hört man überall, ja, wenn Leute sagen, na, also mich interessiert die Meinung anderer nicht, ich style mich nur von mir selber, ja. Es ist ein kompletter Schwachsinn, weil würdest du allein auf einer Insel leben, also gibt es ganz wenig Leute, die sich permanent dann stylen dort würden. Ja? Also die würden sich den Bart wachsen lassen. Und ja, also es geht sehr wohl um Aufmerksamkeit und was muss ich tun, um beachtet zu werden, um bedeutend zu werden, sein und um geliebt zu werden. Das ist absolut wichtig, gerade wenn man auf so Festivitäten unterwegs ist, dass man sich demnach stylt. Ja, absolut. Also gerade festliche wie Weihnachtsfeier. Das macht ja auch schön, oder? Wenn alle gut festlich gekleidet sind, die Männer kommen dort. Aber wie schaut es denn zum Beispiel aus, wenn jetzt wirklich eine Frau super gestylt ist, wie kommt die dann bei den Männern an? Sagt man dann schon irgendwie so, hey, wow, die kann echt richtig, wenn sie will? Ist das irgendwie so, wo man sich Respekt verdient als Frau? Oder ist es dann mehr so dieses, sage ich mal, klischeehafte Männer drüber reden, hast du gesehen, die hat aber Beine oder die hat aber Beine? Ich glaube, das ist ein ganz schmaler Grat, das kann kippen. Also ich erlebe das auch mit, dass jeder, der sagt, das ist doch ein Blödsinn. Natürlich
gesagt, boah, die sieht toll aus, aber natürlich gibt es dann auch genau diesen Grad, diesen Kipppunkt, wo man sagt, oh lala, was ist mit dir los? Ist auch eine Steigerung von, sieht auch toll aus, aber man geht davon was anderem aus. Also das ist schon, ich glaube, das kommt darauf an, wie, ja, wie gut das eine Dame, eine Frau im Griff hat auch. Oder wie, und es kommt auch auf den Mann an, ja, ob er jetzt, sage ich mal, Fast Food von Gourmet unterscheiden kann. Also ich glaube, wenn jemand sehr plakativ, nein, aber ich glaube, wenn jemand sehr plakativ, ja, sozusagen. Das würde jetzt bedeuten, dass wenn sie die Frau eher mehr sexuell aufreizend, dann ist sie Fast Food. Lass mich den Satz zu Ende bringen. Wenn ich mich sehr plakativ, ja, mit Ausschnitt bis hierher zeige, die ist Fast Food. Ich habe nicht über die Frau gesprochen. Ja, ja, ich sage, das ist nur so mein Du hast die Aussage falsch verstanden. Okay. Wenn ich mich also sehr plakativ mit meiner Sexualität nach außen stelle, dann hat das eine gewisse Wirkung auf Menschen. Mhm. Ja? Das hat eine gewisse Aussage. Und dann möchte ich damit auch irgendwie was sagen. Ja? Ich glaube, die meisten Männer, und das ist zumindest meine Erfahrung, ja, schätzen eine Frau, die sozusagen freundlich im Sinn von, also zugänglich ist, ja, aber dieses super sexy und ganz extrem und unglaublich gestylt und wahnsinnig geschminkt und übertrieben, also alles, was unnatürlich wirkt, ist den meisten Männern, meiner Erfahrung nach, zu viel. Ich finde, die Wiener Männer stehen drauf, der Großteil. Ja, ich glaube, die wollen das Plastische. Aber es macht nicht das alle, aber wirklich der Großteil. Das ist vom Silicon Valley. Aber ich sage, das ist, glaube ich, dass viele Männer auch Angst bekommen, wenn eine Frau wirklich super aussieht und toll. Ich glaube, das hört man immer wieder, dass diese Frauen eigentlich deutlich weniger angesprochen werden. Auch das stimmt. Ja, aber overdressed und overstyled ist ja nicht super aussehen. Also ich meine, ja, Geschmäcker und Ohrfeigen sind verschieden. Ich habe, wie gesagt, Fast Food oder Gourmet. Es kommt darauf an, was die Gewohnheit ist. Da kommt die Körpersprache einfach dazu. Ja? Wenn man schön angezogen ist, schön gestylt, verhält man sich ja natürlich ganz anders. Wird man aber ganz, ganz schnell als hochnäsig oder unnahbar gehandelt. Ja? Wenn ich im Schlapperlook bin, automatisch bewege ich mich auch so, gebe ich mich auch so. Also es kommt schon ein bisschen drauf an. Aber diesen Mittelgrad zu finden, ja, gerade etwas eleganter, sportlich elegant gekleidet zu sein, eine Körpersprache zu haben, so wie du sagst, eben ein freundliches Wesen, ein bisschen kindlich, ja, auf das, die Männer lieben das auch. Also auf lange Bank zählt sie, gewinnt Stil, ja. Stil zu haben. Ja. Die Frage ist halt immer, was ist Stil? Beim Stil geht es schon im Prinzip auch sehr darum, dass man sehr gut über sich Bescheid weiß. Also wenn man weiß, welche Körperproportionen man hat und die entsprechend auch unterstreicht, wenn man die Stärken und Schwächen seines äußeren Erscheinungsbilds einfach kennt, wenn man einfach weiß, in welchen Farben man wie wirkt. Also es gibt für mich da kein richtig oder falsch, aber wenn man sich einfach seiner Wirkung bewusst ist und auch weiß, wie man diese Wirkung steuert oder steuern kann, ja, um einfach sozusagen, entweder, wir Frauen, es ist ja nicht so einfach, weil es ist ja nicht so, dass wir immer nur lieblich wirken wollen, sondern wir wollen ja auch ernst genommen werden, wir wollen auch kompetent wirken, wir wollen ernst genommen werden, insbesondere in männerdominierten Branchen. Ja. Aber es ist für eine Frau, glaube ich, wichtig, einfach dieses Klavier zu kennen, ja, in welchen, wo man drehen kann, mit welchen Mitteln man drehen kann. Ich finde halt eine Weihnachtsfeier einfach eine schöne Gelegenheit, um einfach auch einmal ein bisschen etwas zu zeigen oder einfach Stil zu zeigen, etwas anderes von sich zu zeigen. Und man kann das jetzt eben nützen. Man kann das eben nützen, indem man einfach sagt, okay, ich möchte auffallen unter allen Bedingungen, im Sinne von, es ist auch negativ auffallen, ist auffallen. Ja? Man kann es einfach nützen, um im Prinzip möglichst positiv aufzufallen, aber wem gegenüber? Also wer ist sozusagen meine Zielgruppe? Oder man kann sich, wie gesagt, auch die Tarnkappe aufsetzen, wo man einfach sagt, okay, das ist eine Firmenveranstaltung und ja, also meine persönliche Situation ist einfach so, dass ich einfach möglichst nicht auffallen möchte. Ja. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man auf der Weihnachtsfeier sein kann. Am besten ist man, bleibt man selbst. Das haben wir im Laufe dieser Sendung gehört. Und vielleicht geht es Ihnen zu Hause so wie mir. Ich bin dankbar für all diejenigen, die auf der Weihnachtsfeier nicht ganz sie selbst bleiben. Denn das sind die, die uns immer wieder zum Lachen bringen. Und wenn man nicht über die Menschen lacht, sondern einfach nur mit ihnen, dann kann auch so manch ein Fremdschämen-Moment oder ein manch ein Hoppala durchaus eine amüsante Nachgeschichte geben. In dem Sinne einen schönen hoppala freien Abend und viel Spaß noch mit dem weiteren Programm von OE24 TV.